Hallo liebe Zuschauer. Eine Frau namens Edith Johnson hatte in Nashville einen Spielzeugladen. Wie zu erwarten, gingen die Dinge vor Weihnachten und Neujahr in die Höhe. Zwischen dem Verkauf und der Vorbereitung auf den Urlaub hatte Edith kaum Zeit, sich auszuruhen. Aber wie sie sagen, ist die Ferienzeit eine Zeit der Wunder, und in dieser Geschichte ist es wirklich passiert. Ungefähr eine Woche vor der Neujahrsfeier erschien eine Katze an der Tür ihres Ladens. Sie war eine charmante und freundliche Kreatur, und Edith ging manchmal hinaus, um sie zu füttern, besonders angesichts des ungewöhnlich kalten Wetters. Wenn sich die Temperatur näherte, fielen alle Temperaturen, und Edith begann ihr Herz zu schmerzen und dachte an eine streunende Katze, die jeden Tag zu ihrem Laden kam. Am Tag vor Neujahr erschien die Katze nicht. An diesem Tag gab es einen so harten Frost, dass sich die Einheimischen nicht einmal an eine solche Kälte erinnerten. Edith war sehr besorgt, und als sie mehrmals nach draußen ging, sah sie ihre pelzige Freundin nicht. Am Abend hatte sie schlechte Vorahnungen, vielleicht ist die Katze gefroren und wird nicht mehr zurückkehren. Als Edith den Laden schloss und gehen wollte, sah sie die Katze. Sie saß ein wenig zur Seite und schien nicht zu passen. Als Edith zu ihr ging, lief die Katze weg, aber es war so, als hätte sie Edith eingeladen, sich selbst zu folgen. Trotz der späten Stunde und der nicht ganz sicheren Nachbarschaft beschloss Edith, ihr zu folgen. Die Katze führte sie schließlich zu einer alten, offenbar verlassenen Scheune. Edith ging hinein und sah in der Ecke ein Loch im Boden, wo der Kopf eines kleinen Kätzchens zu sehen war. Jetzt war klar, die Katze war den ganzen Tag abwesend, weil sie ihr Baby wärmte. Am nächsten Morgen brachte Edith Nahrung für die Katze und das Kätzchen mit und kontaktierte dann ihre Bekannte Jenny, die sich um die Tiere kümmerte. Letztendlich landeten beide Fotzen in Jennys fürsorglichen Händen. Als das Kätzchen aufwuchs und selbstständiger wurde, begann Jenny, für sie ein dauerhaftes Zuhause zu suchen, mit der Bedingung, dass sie nicht getrennt werden. Monate später fand sie einen liebevollen Besitzer für sie, und jetzt leben sie zusammen und sind glücklich.